Gut, also dieses Lokal gibt es seit 37 Jahren, was ich ja schon mal erwähnt habe. Und außerdem ist diese Dame, die das führt, eine richtige traditionelle Köchin. So ist auch das Essen. Und jetzt gehen wir da rein und genießen das Essen, das die uns macht. Okay. Der macht das Späßle, gell? Und jetzt erzählen Sie mal, warum geben Sie jetzt hier auf? Warum? Ja. Tja, da gibt's viele Gründe. Ist aber doch schade, ne? Ja, sehr. Wo ich doch heute zum ersten Mal hier bin. Ist sehr schade, aber... Dann wird ja auch nicht fotografiert, es ist mit Tod und wird gefilmt. Aha, ach, das stimmt schon. Was gibt's in 10 Jahren nicht mehr? So normale Leben gibt's nicht mehr. Die sterben alle aus. Sag ich immer. Ist meine Meinung. Ja. Und so finde ich mich was zu halten. Das ist ein Getränkezählautomat. Nein, das ist auch falsch. Abrechnung. Getränke. Ja, also überhaupt Abrechnung. Auch nicht. Das ist nur für die Bedienung. Dass sie nicht jedes einzelne Bier tippen muss an der Kasse, ist das eine Vereinfachung, dass sie jedes Mal belegt, wenn sie ein Glas Bier bekommt. Und für schon mal eine halbe. Dann wird es durchzuführen. Vor 50 Jahren, genau. Sag es nochmal, das ist das alte System. Das ist das alte System, wie man früher kennt, das einfache, ohne die Kasse. Als die Kasse noch stimmte. Genau. Jetzt kommt der Automaten mit. Dann brauchst du schon eine halbe. Dann stimmt dich ein Kreuz oder halbe. Dann stimmt dich ein Kreuz oder halbe. Und dann 2. Das ist der Stammsitz hier? Ja, aber nicht zum Max. Bitte? Ich gehe aber nicht zum Max. Absolute Stammgast. Da habe ich mir schon gedacht. Alles gut? Ich bin nicht von der Brille. Auf der rechten Seite. Warte, dann greifen Sie mal zu. Ja, guten Appetit. Auf geht's. Oh. Ja.